Hi, mein Name ist Gerd Lüne und ich bin Rechtsanwalt in der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger Solmecke. Heute geht es rund um das Thema Weihnachten. Online-Bestellungen, Verkäufe in der Stadt, hat man da Widerrufsrechte, kann ich was zurückgeben? Alles rund ums Thema Weihnachten und Geschenke. Nicht mehr lange, dann ist Heiligabend, Weihnachten, Geschenke. Ich hoffe, ihr seid alle noch nicht wirklich im Stress und habt schon die meisten Geschenke gekauft. Viele von euch greifen natürlich zurück Online-Shopping, weil es einfacher, bequemer ist. Man muss nicht in die überfüllte Stadt. Man kann Angebote prüfen, vergleichen und so weiter. Viele Online-Händler geben an, dass die Geschenke auf jeden Fall bis Heiligabend geliefert werden. Doch was passiert eigentlich, wenn es dann doch nicht Heiligabend da ist und unter dem Weihnachtsbaum lange Gesichter sind, weil kein Geschenk drunter liegt? Welche Ansprüche habt ihr dann? Grundsätzlich ist natürlich eine Lieferung nach Weihnachten auch noch möglich. Aber hier hat der Händler ja versprochen, dass sie es auf jeden Fall bis Heiligabend bekommt. Das heißt, es wurde vertraglich zugesichert. Also könnt ihr ohne Probleme vom Vertrag zurücktreten. Der Händler müsste euch den Kaufpreis zurückgeben. Oder ihr könnt Schadensersatz fordern, wenn ihr die Ware woanders für mehr Geld gekauft habt oder hier Versandkosten angefallen sind. Aber ihr könnt keinen Schadensersatz verlangen für Mehrkosten, wenn ihr überhaupt nichts anderes gekauft habt. Das heißt, ihr könnt euren Liebsten unterm Weihnachtsbaum nicht mal eben Schadensersatz geben, wenn ihr nichts Neues gekauft habt. Anderes Szenario, erfreulicherweise ist das Paket doch pünktlich gekommen. Das heißt, ihr könntet es Heiligabend unter den Baum legen. Beim Auspacken fällt dann aber auf, es ist beschädigt. Wahrscheinlich während des Transports oder noch im Versandhaus, wo auch immer. Was könnt ihr jetzt hier machen? Beim Verbrauchsgüterkauf ist es so, das heißt, ihr seid Privatkäufer, habt beim Unternehmer gekauft, geht die Transportgefahr, das heißt die Gefahr, dass ihr für die Beschädigung aufkommen müsst, nicht auf euch über. Der Händler muss dafür Sorge tragen, dass ihr eine mangelfreie Ware erhaltet. Ist dem nicht so, habt ihr verschiedene Ansprüche. Entweder könnt ihr dem Verkäufer sagen, ich möchte eine mangelfreie Ware erhalten, das heißt, er muss nachbessern. Kann er dies nicht, vor allem nicht vor Heiligabend, obwohl dies vertraglich zugesichert wurde, könnt ihr vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlangen, wenn ihr die Ware woanders kauft, wo sie wieder teurer ist oder Versandkosten angefallen sind. Drittes Szenario, ihr kauft zum Beispiel bei eBay oder eBay Kleinanzeigen von einem Privatverkäufer einen gebrauchten Gegenstand. Ganz oft ist es ja so, dass man auch Handys gerne unter den Weihnachtsbaum legt, in der Artikelbeschreibung steht, wie neu, hat eine leichte Gebrauchsspuren. Dann bekommt ihr das Paket und zack, es hat einen Displayschaden. Das ist natürlich keine leichte Gebrauchsspur mehr. Man sieht ganz klar, das Display ist hinüber. Frage hier nun, was habt ihr überhaupt gegen den Privatverkäufer für Ansprüche? Weil grundsätzlich ist es ja so, dass die Verbrauchsgüterrichtlinien sich ja nur zwischen Verbraucher und Unternehmer verhalten. Steht in der Artikelbeschreibung ganz klar, dass es nur leichte Gebrauchsspuren sind und handelt es sich dann um einen größeren Schaden, könnt ihr auch hier vom Vertrag zurücktreten, wenn, wie gesagt, keine Nachlieferung möglich ist. In der Regel wird es wahrscheinlich keine Nachlieferung sein, weil es sich hier um Privatverkäufer handelt, der womöglich keine 20 Handys in der Ecke rumliegen hat. Also ganz klar, hier könnt ihr vom Vertrag zurücktreten, weil eine mangelhafte Sache vorliegt und nicht wie in der Artikelbeschreibung vorhanden. Habt ihr halt online bestellt und handelt es sich um Verbrauchsgüterkauf, das heißt, ihr seid, wie gesagt, privat und der andere ist ein Unternehmer, habt ihr ein gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht. Das heißt, ihr könnt innerhalb dieser 14 Tage nach Erhalt der Ware oder wenn es sich um mehrere Teile handelt, nach Erhalt des letzten Teils der Waren und wenn ihr die Widerrufsbelehrung zugeschickt bekommen habt, vom Vertrag den Betrag widerrufen. Dann müsst ihr innerhalb von weiteren 14 Tagen den Artikel zurückschicken und dann solltet ihr auch schnellstmöglich euer Geld zurückerhalten. Habt ihr diese 14 Tage verpasst? Es wird leider erstmal ja, schlechter, weil grundsätzlich hat sich Widerrufsrecht nur 14 Tage, beziehungsweise die Frist nur 14 Tage. In der Regel geben aber viele Online-Händler auch eine längere Frist oder aus Kulanz, sodass man versuchen könnte, auch hier dann, wie gesagt, nach Ablauf der 14 Tage, beziehungsweise der gesetzlichen Frist, die Ware zurückzugeben. Da dann noch ein kleiner Tipp, am besten die Ware halt wirklich erst kurz vor Weihnachten kaufen, sodass ihr da bezüglich der Frist nicht in die Bredouille kommt oder halt schauen, ob der Händler vielleicht eine längere Frist einräumt. Jetzt ging es ja hauptsächlich rund ums Online-Shopping. Manche Leute gehen ja auch gerne in die Stadt, ins Getummel, zwischendurch mal einen Glühwein trinken, um die Geschenke für seine Liebsten zu kaufen. Gleiches Szenario, man hat ein Geschenk gekauft, unterm Baum, lange Gesichter, es gefällt doch nicht. Was kann man hier machen? Hat man hier auch ein Widerrufsrecht oder ein Umtauschrecht?
Grundsätzlich hat man erstmal kein gesetzliches Widerrufsrecht. Das Widerrufsrecht hat nämlich den Sinn und Zweck, dass der Kunde die Ware online ja nicht wirklich einsehen kann. Er kann sie nicht anfassen, er kann sie nicht auspacken, nicht ausprobieren. Das heißt, er kauft quasi blind. In einem Ladengeschäft ist es anders. Er kann die Ware anfassen, er kann sie in die Hand nehmen, vielleicht auch testen und sich genauer anschauen. Das heißt, hier braucht er kein Widerrufsrecht. Die meisten Läden geben allerdings aus Kulanz ein sogenanntes Umtauschrecht. Hierbei ist aber wichtig, dass der Kassenzettel auf jeden Fall vorhanden ist. Ansonsten nehmen die meisten Läden die Sachen nicht zurück. Auch sollte die Ware unbeschädigt sein, also man sollte die nicht wirklich genutzt haben, erst dann, wie gesagt, nimmt der Händler die Ware zurück. Was ist aber, wenn die Ware von Anfang an beschädigt ist? Braucht man dann auch hier einen Kassenzettel oder muss man hier eine Frist einhalten? Also den Kassenzettel muss man nicht haben, wenn die Ware von Anfang an beschädigt ist. Hier kommt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht nämlich zum Tragen. Das heißt, der Kunde muss eine mangelfreie Sache erhalten, auch in einem Ladengeschäft. Ist dem nicht so, das heißt, beim Auspacken merkt, okay, sie ist kaputt, zum Beispiel Gläser sind alle beschädigt, kann der Kunde sie auch ohne Kassenzettel zurückgeben. Natürlich ist es für die Beweiskraft einfacher, wenn man einen Kassenzettel hat, um zu sagen, hey, ich habe die Ware bei dir gekauft, jetzt gib mir bitte mein Geld zurück oder gib mir Ware, die noch vorhanden ist und wie gesagt, die mangelfrei ist. Nicht selten kommt es vor, dass der Händler die Ware dann zwar zurücknimmt und den Kaufpreis erstatten will, aber nur in Form eines Gutscheines. Ist auch dies rechtlich möglich? Das ist rechtlich möglich bei einem lediglichen Umtauschrecht. Das heißt, dem Kunden gefällt die Ware nicht mehr, er möchte sie zurückgeben. Da muss der Händler dem Kunden aber nicht den Kaufpreis in bar oder ne, auf das Konto zurücküberweisen, sondern er kann dem Kunden auch einfach einen Gutschein ausstellen, weil es hier nur aus Kulanz gesagt gemacht wird. Handelt es sich allerdings um eine mangelhafte Sache, dann kommt das Gewährleistungsrecht wieder zum Tragen. Der Kunde kriegt seinen Kaufpreis zurück oder wie gesagt Nachbesserung, das heißt Nachlieferung einer mangelfreien Sache. Auch Gutscheine werden zu Weihnachten gern unter den Baum gelegt und verschenkt. Doch was ist, wenn dem Geschenken überhaupt nichts in dem Laden gefällt, wo man den Gutschein erstanden hat? Kann man dann sein Geld zurückverlangen? Nein, das kann man nicht. Ein Gutschein ist, wie gesagt, wie eine Ware. Hier kann man nicht sein Geld zurückverlangen. Wenn man einem nichts so gefällt, hat man leider irgendwie Pech gehabt. Andere Möglichkeit, man verschenkt ihn vielleicht einfach weiter. Mittlerweile kann man Gutscheine auch ganz gut online kaufen. Auch hier die Frage, es ist ja ein Gutschein, es ist in dem Sinne ja keine Ware. Kann man auch hier, wie gesagt, vom Vertrag zurücktreten bzw. diesen widerrufen? Ja, auch Gutscheine gelten als Ware, auch wenn diese nur digital sind, klar, auch in körperlicher Form. Auch hier gibt es ein 14-tägiges gesetzliches Widerrufsrecht, wenn, wie gesagt, dem Geschenken das nicht gefällt, den Gutschein oder auch da nichts finden würde, kann derjenige, der es gekauft hat, vom Vertrag den Vertrag widerrufen. Bei Gutscheinen ist es manchmal so, die versauern so ein bisschen in der Ecke, weil, wie gesagt, einem nichts gefällt und man ein bisschen abwartet, ob einem vielleicht später etwas gefällt in dem Geschäft. Wie lange sind eigentlich Gutscheine gültig? Wenn auf dem Gutschein kein Verfallsdatum steht, dann haben sie die gesetzliche Frist von 3 Jahren. Das heißt, Gutscheine, die dieses Jahr verschenkt werden, das heißt, Gutscheine, die dieses Jahr unter den Baum gelegt werden, haben eine Gültigkeit bis Ende 2022. So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Aufklärung bekommen rund ums Thema Schenken, Online-Shopping, Umtauschrecht, Widerrufsrecht und so weiter. Es gibt keine langen Gesichter bei euch unterm Baum und ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, ihr lasst ein Like hier und ein Abo und wir sehen uns alle im nächsten Jahr wieder.